wenn jetzt noch einmal von euch noch ein bisschen mehr Zeit lassen, nachher gebe ich euch keine Zeit mehr. Und dann eine Minute, sonst hätte ich ja. Oh, das ist. Das wird legendär. Telefon. Also ich kann auf Enter klicken, dann muss ich den Chat kann auch verarbeiten. Könntest du noch, ja. Nein, das passt so. Oh shit, oh. Mann. Hey. Also ich. Ich mache so, ich bin schnell überhaupt nicht mehr einfach. Also wenn ich solche Sachen vorgesetzt bekomme, also wirklich. Also da werde ich niemals fertig mit zeichnen. Ich würde noch zeichnen, ey. Nicht ausfüllen. Eigentlich genau ein Bild vor mir, wie er aussieht, aber es kommt nicht so raus, wie ich es gerne hätte wollen. Das kennt man. Oh fuck, das hat es vielleicht nicht überschwapsen. Shit. Ich mache jetzt den Kopf. Ich wüsste, wie es anders zeigt. Ich auch nicht. Ich gebe auch auf. Kapitulieren. Damn it. Telefon. Ah, oh, schon wieder. Ah, das kann ich gut zeichnen. Hä? Das sollte gut sein. Das sollte ich noch machen. Hallo. Hi Martin. Hoi Martin. Kannst du nachher dich gerade anschliessen? Allerdings kommen wir dann schnell in die Runde und keine normale mehr. Oh, sind der Gartic Phone am Spielen? Korrekt. Ja. Oh, geil. Nicht geil, gar nicht geil, gar nicht geil. Wohl, ich liebe Gartic Phone über alles. Ich finde das gut. Macht schon Fun, ne? Ist noch interessant. Also, ich spiele das erste Mal. Ja, da haben wir anhand von deinen Zeichenkünsten bis jetzt erkannt, ja. Gut. Sind wir gerade noch am Zeichnen? Oder ja, ja wir sind noch am Zeichnen. Kann noch am Zeichnen. Alles klar. Noch kurz Geduld.
Shit. Oh, dann sollen wir da noch etwas reinhauen. Nein, 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 da nicht wollen zeichnen. Verdammt. Ah ja, Michaela, noch ein Willkommen von meiner Seite bei uns. Das danke. Bei uns bist... Ich bin doch gerade am Versuchen, meine Zeichenkunst irgendwie. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Nein! Kann ich noch schnell etwas trinken? Komm grad. Keine Angst, Martin. Was? Nein. Das Falsche ausgefüllt. Oh ja, kenne ich so gut. Ja, tolle Sonne, wo er schräg ist. Verdammt! Hä? Okay. Wieder zurück. Telefon. So. So, Dali. Okay. Aber ist das logisch, nachher in einer Minute etwas zu zeichnen? Ich habe nicht gesagt, dass es logisch ist. Viel Spaß, aber dir wünsche ich. Schlachtschiff wird von einem Torpedo getroffen. Aha. Vorschwierig ist es kurz zu ziehen. Oh, wow. Das ist aber ein cooles Schlachtschiff. Proviant wird von Boot gekippt. What? Hä? Was hast du dort zeichnen? Trockenes Sache? Brot in Star Proviant Citizen. Okay. Wird Brot gekippt. Boot? Vom Boot. Boot. Ah, du hast wahrscheinlich gedacht, es könnte Brot heißen. Ach so. Ja. Ah. Bad und Brot tönt ja fast gleich. Ja, gell. Hätte sie ein Sturm im Wasserglas. Ach so. Aha. Mega Sturm. Ein ja, Löffel in einem Glas Wasser. Ich habe gleich gemeint, es wird das gemeint, wenn du mit dem Löffel lang rührst, kommt nachher so der Strudel drin. Und ich will nicht, was ich so ein Glas Wasser unter dem Wasserhahnen. Hahnen. Ach, Misaki. Apropos Misaki. Was hätte Misaki wollen? Pink Panther mit Sigi. Aha, okay. Ja, das soll ein Pink Panther sein. Das sieht nur aus in der Üde. Der Teufel raucht. Okay, in Pink. Ui, ui, ui. Teufel, der raucht. Schon mal dazugekommen. Stimmt eigentlich an sich. So, Kamelreiten. Kamelreiten. What the fuck? Ein Typ reitet auf ein Kamel in der Wüste. Kamel? Kamel. Moses mit den 10 Geboten. Ja. Ja, aber nochmal so Pech, also. Das war der Martin mit der Zeit. Ja, ich habe extra das geändert in Martin. Ich habe es überlegt, aber es ist richtig. Aber mir ist es nachher komisch vorgekommen, weil Moses hätte nicht können sein mit dem Kaktus. Genau, ja. Aber schon was hat er da gemacht? Was? Martin hat Kaktus im Arsch? Oder wie? Nein, nein, der Martin redet auf einem Kamel haben wir gemacht. Wie hat sie zum Moses gemacht jetzt? Die Erde fällt in ein schwarzes Loch. Loch. Was ist das?
Was zum Teufel? Das ist ein Loch. Schwarzes Loch verschlingt Erde. Ja, ein schwarzes Loch ist einfach nur ein schwarzer Fleck im Universum. Im Grunde so etwa, ja. Ich has einfach probiert. Schwarzes Loch frisst, saugt einen Planeten ein. Oh, ich habe zwei Wörter gehabt. Ups. Habe ich nicht mitbekommen. Nein, aber aus dem letzten, also aus dem ersten Bild, ich einfach denke, so ein Loch, Weltall, es kann nur so sein. Ich glaube, du bist der Einzige, der versteht, was der Misaki malt. Gratulation. Also in meinen Augen ist das... Ich weiß es nicht, was soll darstellen, ganz ehrlich. Wie sie Pfannkuchenflecken plus noch irgendeine grüne Scheibe und so ein paar gekritzelt in Grau rundherum. Also ich hätte da nicht ein schwarzes Loch erkannt. Muss ich leider ehrlich sagen. Ich habe es abgeleitet zwischen Loch und Welt. Wie drin. Todel, und jetzt ist es auf schnell. Ich hoffe, ihr habt euch nichts überlegt. Ey, ich habe mir noch gar nichts überlegt. Ja, das ist mir gleich. Ganz selten. Entschuldigung, das ist schon ein Bonus. So. Oh, da kann man relativ einfach zeichnen. Also, glaubst du zumindest. Was ist das? Okay. Ja, was da ist, da werden wir heute noch ein paar Mal hören. Shit, da wird jetzt mega schwer, um da so ein zu zeichnen. Hätte es mal einfacher machen können. So. Keine What the fuck ist da? Was? Lo. Ich mach's doch sicher nicht einfach. Nee, nee. Ah, verdammt. Ja. Ja, das ist jetzt etwas Einfaches. Das kann sogar ich zeichnen. In weniger als 10 Sekunden habe ich das gemacht. So, jetzt können wir dann noch verschönern. Mit Glitzer und Sternli. Schließlich will man, dass es schön aussieht. Nein! Ich wollte noch nicht so spät sein. Ich muss auch schneller werden. Ja, du musst schneller werden, ja. Ja. Das war schon. Wow. So schnell sind wir. Sorry. Ich bin mir wohl noch nicht auf die Geschwindigkeit angepasst. Der Prophet Martin reitet einen Torpedo. Martin UH. Das soll heißen.
Ich habe einfach ein Kreuz gezeichnet. Okay, was ist denn das? Ich kann eine Rakete schreiben. Zeit ist zu schnell. Eine Rak. Ich würde sagen, hä? Hä, ja. Ja, Rak. Was ist das, ein Rack? Ich habe gemerkt, das ist irgendwie so ein Kinderspielzeug da, wo man drauf reitet. Habe ich nicht. Ja. Was heisst das, Rack? Ich kann Raketen wollen schreiben. Ja, ihr müsst daran euch erinnern, der Misaki ist schlecht im Deutsch. Er kann nicht richtig schreiben. Das ist im Englischen entlehnte Bezeichnung für Haltevorrichtungen, die typischerweise eine Menge kleiner Elemente zu einer Einheit zusammenpasst. Ein Ständer. Ein Ständer. Okay, forever. Der Teufel trägt Prada. Du würdest es heute echt nicht einfach machen, hä? Ich habe einfach gecheckt, dass es Prada ist, sorry. Teufel mit Dreizack. Hätte der Martin gesagt, das ist so klar gewesen. Der Teufel. Der Teufel. So, Misaki, was hast du von uns verlangt? What? Das solltest du mal zeichnen. Ja, das solltest du mal zeichnen. Da, hä? Ja, ich habe gesagt, das kann ich einfach zeichnen. Das hat immer 10 Sekunden gebraucht. Sterne will ich in Australien. Auch nicht schlecht. Ja. So, Deli, was gibt's denn da? Ein Reh im Wald. Ich habe nie ein Reh im Wald gesehen. Also, ich das sehr kaputt gegangen sein. Ah, das soll ein Wald sein! Ja! Ah. Ja, ich habe voll keine Zeit. Weißt du, eigentlich würde ich die Bäume noch richtig schön ausgravieren. Was ist das? Was ist das? Das auch nicht flöhen. Oh, das Kamel. Nein, nicht mal. Nein, das ist ein Pferd. Das sieht man. Nein. Ja, von was sieht man es dann nicht? Aber. Vorne sieht es irgendwie aus wie so ein wie ein Aal oder keine Ahnung. Ja, ein Aal mit. Also nur mit dem Kopf. Es sieht sehr, sehr schlimm aus. Ein Bergsteiger auf dem Gipfel, das habe ich wahrscheinlich gerade bekommen. Jawohl. Yay! Nicht schlecht. Einen Schweizer ja, Berg. Nein, das Ding ist, ich habe zu wenig Zeit, ich habe so ein bisschen. Das hat alles so heissen. Ich habe eine Wallis schreiben. Ich dachte, das sei vielleicht Willi da Willi bei der Wahl. Der Orca, wo nur mit dem Ding rauskommt. Also wenn das ein Orca hätte sollen darstellen, hätte Misaki ja, der hässlichste... Ja, aber der wäre der hässlichste Orca-Wort überhaupt. Hey. Also wir wissen, dass er nicht schön kann zeichnen, aber so schlecht kann er auch wieder nicht zeichnen. Er ist wahrscheinlich auf irgendeinen komischen Fleck geworden.